Oh, hallo, Dad. Mason, ich wollte dir nur mitteilen, dass der Bau des neuen Hochhauses nächsten Monat beginnt. Jenseits der alten Grenzmauer. Tolle Idee. Wer ist denn nur darauf gekommen? Ich wünschte, du hättest noch mehr so tolle Ideen. Naja, freu dich lieber, dass diese eine Sache so gut funktioniert hat. Sie hätte nicht funktioniert, wäre ich nicht deinem Rat gefolgt. Land wird belagert. Und sie glauben, dass nur Cruz und der Talisman sie befreien können. Aber ich bin die Einzige, die weiß, wo sie sind. Und das will ich Ihnen auch gern verraten, wenn Sie auf meinen Vorschlag eingehen. Um amerikanische Fernsehzuschauer zu amüsieren, soll ich meine Seele verkaufen? Nein, Sie sollen sich nur für Ihr Land und für eine gerechte Sache einsetzen. Sie sollen Ihre Interessen verteidigen. Wenn Sie den Scheich aufhalten möchten, müssen Sie an die Öffentlichkeit gehen. Aber das muss bald geschehen. Sie haben keine Zeit zu verlieren. In Charif ist es üblich, dass ich entscheide, ob wir viel oder wenig Zeit haben. Ich mache Ihnen keine Vorschriften. Ich bitte Sie nur, endlich einzusehen, dass Ihnen die Unterstützung internationaler Nachrichtenagenturen in diesem Fall viel mehr von Nutzen sein wird als Cruz. Und Sie würden damit allen gerecht werden. Dem Talisman, den Schamanen und den Medien. Ihre Redegewandtheit ist schon verblüffend, Mrs. Castillo. Habe ich Sie denn überzeugen können? Entschuldigen Sie, aber darf ich Sie daran erinnern, als Sie mich das letzte Mal zu überzeugen versuchten, trug ich eine dicke Beule an meinem Kopf davon. Das will ich nicht nochmal riskieren. Vielleicht haben wir noch die Zeit für ein oder zwei etwas tiefergehende Gespräche vor der Kamera. Haben Sie keine Angst, Ihre Zuschauer mit meinem Gerede zu langweilen? Selbst wenn Sie sich noch so große Mühe geben, sind Sie nicht langweilig. Mir macht man so leicht nichts vor. Sie gehören zu den wirklich interessanten Männern. Und die sind selten genug. Nicht viele Männer haben dieses gewisse Etwas. Ich fühle mich geehrt. Das steht Ihnen auch zu. Worauf ich hinaus möchte, ich erhoffe mir eigentlich noch, ein wenig mehr über den Mann zu erfahren, der sich hinter der Fassade des cleveren Geschäftsmannes versteckt. So in der Art wie der Zeitschriftenartikel aus dem letzten Jahr, nur diesmal dürfen Sie natürlich selbst auftreten. In unserer Vereinbarung war davon aber nicht die Rede. Ich weiß, und Ihre Hilfe ging ja auch weit über das hinaus, was ich von Ihnen erwarten konnte. Doch diese Fernsehdokumentation soll auch das private Interesse an Ihnen wecken. Ich habe keineswegs die Absicht, schmutzige Wäsche zu waschen. Ich möchte nur die eine oder andere Lücke füllen. Ich fürchte, ich muss Sie leider enttäuschen. Ich spreche nämlich grundsätzlich nicht in der Öffentlichkeit über private Dinge. Sie verstehen. Na, wer sagt's denn? Ich frage mich schon eine ganze Weile, wie lange es wohl noch dauert, bis sich unsere Wege kreuzen. Verzeihen Sie, aber ich hatte viel zu tun, sonst wäre ich schon etwas früher mit Ihnen in Kontakt getreten. Aber da uns nun der Zufall hier zusammengeführt hat, schenken Sie mir doch ein wenig Ihrer kostbaren Zeit. Eingeschlafen sein. Ja, allerdings. Ich hoffe doch, dass du von mir geträumt hast. Ich bin gleich für Sie da, Sissy. Ich hoffe, wir haben jetzt alles geklärt bislang. Naja, eigentlich hätte ich noch ganz gerne das eine oder andere zur Sprache gebracht. Was soll's, verschieben wir's. Ich freue mich sehr, endlich Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen, Mr. Capwell. Mein Name ist Deborah Lund. Ich bin gerade dabei, eine Fernsehdokumentation zu machen über das Amerika der 90er Jahre. Und zurzeit drehen wir hier in der Stadt den Teil über Santa Barbara. Übrigens hatte ich unlängst das Vergnügen, mir Ihr wunderschönes Haus ansehen zu dürfen. Oh ja, ich habe von Ihrem Besuch gehört. Und jetzt kann ich mir sparen, meinen Anwalt einzuschalten. Ich muss Sie sicher nicht darauf aufmerksam machen, dass Sie die Bilder, die Ihre Fotografen in meinem Haus gemacht haben, ohne meine ausdrückliche Erlaubnis nicht publizieren können. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie mir das Material... Aber Mr. Capwell, ich dachte, natürlich schicke ich Ihnen die Fotos noch heute. Mir ist überhaupt nicht bewusst gewesen, dass ich damit Ihren Unwillen errege. Ich war derart überwältigt von der Pracht Ihres Hauses, dass ich völlig vergessen habe, um Ihre Erlaubnis zu fragen. Das wird nicht nochmal vorkommen. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Ansonsten überwältigt Sie unsere Polizei.
Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen, Mr. Capwell. Und darüber hinaus war es eine sehr aufschlussreiche Erfahrung. Ich werde Sie anrufen. Deborah. Tja. Na, Sie sind ja immer noch ganz der alte CC. Wie Ihnen bekannt ist, habe ich etwas gegen Eindringlinge. Und da wird es Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass ich gehofft habe, Sie niemals wiederzusehen. Bei Ihnen überrascht mich gar nichts mehr. Hm. Was hat Sie hergetrieben? Die pure Langeweile? Oder juckt es Sie wieder, auf Capwell-Terrain Ärger zu provozieren? Ich wusste gar nicht, dass ganz Santa Barbara neuerdings Capwell-Terrain ist. Der eine oder andere Bewohner wird ziemlich erstaunt sein, wenn er erfährt, dass er seit Jahren in Ihrem Garten wohnt. Kann gut sein. Bloß im Unterschied zu Ihnen stört von denen niemand meine Kreise. Und wie störe ich Ihre Kreise? Sie haben ein Grundstück am Strand erworben und der Verkäufer war Harland Richards. Streiten Sie es nicht ab. Ich habe es überprüft. Craig Hunt haben Sie nur vorgeschickt. Gekauft hat er in Ihrem Auftrag. Das bestreite ich gar nicht. Ich weiß nur nicht, was Sie was angeht. Richards hat mir eine Zusage gegeben und die ging dem Kauf, den Sie mit seiner Frau abgeschlossen haben, voraus. Und jetzt denken Sie, dass ich bloß gekauft habe, um Ihnen zu schaden, habe ich recht? Das wäre immerhin nichts Neues. Es könnte doch auch sein, dass einem Mitarbeiter im Büro von Richards einfach nur ein dummes Missgeschick unterlaufen ist oder dass er sich einen kleinen Spaß auf ihre Kosten erlaubt hat. Doch was da auch vorgefallen sein mag, unsere Anwälte werden in der Sache sicher zu einer gütlichen Einigung kommen, habe ich recht? Soll das etwa heißen, dass das nur ein dummer Zufall gewesen ist? Hören Sie, Cici. Ich für meinen Teil führe keinen Krieg gegen Sie. Das war einmal. Das ist jetzt vorbei. Klar? Seien Sie ehrlich, eigentlich geht es Ihnen doch gar nicht um meine Geschäftspraktiken. Warum reden wir nicht endlich mal Klartext und legen die Karten auf den Tisch, hm? Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich Sie nie wieder schlage. Und dafür hören Sie mir zu. Ihre Zunge ist aber so spitz wie ein scharfes Messer. Dass Sie in mir eine wichtige Verbündete haben, ist Ihnen offensichtlich nicht klar. In Charif pflegen wir zu sagen, nimm dich vor all den Helden, die nur in ihr eigenes Horn blasen können, in Acht. Ich habe es frei übersetzt. Ich bin garantiert kein Held. Sie sind selbstverständlich eine Heldin. Das ist ein Wort, das wir in unserem Sprachgebrauch nicht kennen. Da fällt mir noch ein anderes Sprichwort ein. Wir sagen, gib dem Rat einer Frau dasselbe Gewicht, das du einer Seifenblase geben würdest. Sie haben sich doch bestimmt viele Freunde damit gemacht in Harvard, oder? Nein, dort habe ich versucht, mich bedeckt zu halten, was unsere Einstellung gegenüber Frauen angeht. Ich gebe zu, ich hatte sogar einige weibliche Freunde in Harvard, die mir gute Kameraden waren. Und auch intellektuell waren sie ebenbürtig. Das ist ja kaum zu glauben. Hat sich der Traditionalist in Ihnen da nicht gewehrt? Sie waren für mich wie Männer. Ich empfand keinerlei Gefühle für sie und habe mich auch nicht körperlich zu ihnen hingezogen gefühlt. Sie waren Kameraden. Bei Ihnen ist das allerdings anders. Oh, ich verstehe. Sie finden mich begehrenswert. Meine Meinung sagt Ihnen daher nicht viel. Öl und Wasser lassen sich nicht vermischen. Können Sie denn nicht mal versuchen, von Ihren Vorteilen gegen mein Geschlecht und Ihren Gefühlen für mich abzusehen? Ich an Ihrer Stelle würde über den Vorschlag nachdenken. Sie müssen sich an die Weltöffentlichkeit wenden, verstehen Sie? Können Sie sich vorstellen, dass man zukünftig Harif auf den Landkarten abdrucken wird? Ja, aber nur, wenn der Scheich von Kabir Sie nicht vorher vernichtet. Ich fälle meine Entscheidung, sobald unser Rat Ihren Vorschlag überprüft und seine Einwilligung dazu gibt. Ich will Ihnen wirklich nicht zu nahe treten. Sie kennen die Herren auch besser als ich. Doch sehr vertrauenswürdig wirken die nicht. Ich habe den Eindruck, die sind nur an sich interessiert. Wenn ich ehrlich bin, bezweifle ich, dass ich Ihre Berater für Ihr Land einsetze. Sie wagen es, die Ergebenheit und Loyalität meiner Berater anzuzweifeln? Jetzt hören Sie zu. Ich finde es ungeheuerlich, was Sie sich herausnehmen. Ich will nichts weiter. Halten Sie den Mund! Es reicht, Lady. Ich will nichts mehr von Ihnen hören. Haben wir uns verstanden? Du mir dabei, dass mein Traum in Erfüllung geht? Wenn ich weiß, was du geträumt hast, gerne. Dass ein sehr gut aussehender Mann auf meinem Rücken zärtlich Sonnenöl verreibt. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Wo ist das Öl? Es liegt unter den Handtüchern bei den Bademänteln. Bist du sicher? Ja, ich hab's doch selber dahingelegt. Hier liegen aber bloß die Seekarten. Das noch. Ah, ich hab's. Rutsch doch mal ein Stück.
Das kannst du hervorragend. Danke. Entspann dich, schön locker lassen. Schultern sind ja völlig verspannt. Ich weiß, deswegen habe ich ja auch immer Rückenschmerzen. Als ich noch zur Schule ging, war ich jedes Mal, wenn wir Prüfungen hatten, derartig verkrampft, dass mir die Ohren wehtaten. Glücklicherweise hast du die Schule jetzt hinter dir. Und die Prüfung musst du auch keine mehr bestehen. Lass dich doch einfach mal so richtig gehen. Lass die Seele baumeln. Denk an nichts. Das funktioniert nicht. Das konnte ich noch nie. Wenn ich an irgendetwas nicht denken möchte, drängt sich mir die dummen Gedanken regelrecht auf. Ach so. Und woran versuchst du im Augenblick nicht zu denken? Wieso fragst du? Ich habe doch nichts Bestimmtes gemeint. Freust du dich inzwischen, dass du mitgekommen bist? Natürlich. Du kannst Fragen stellen. Naja, ich war nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Immerhin bist du ja nicht ganz auf die Acht gekommen. Sogar du kannst mich nicht zu Sachen zwingen, auf die ich keine Lust habe. Naja, das werde ich mir merken. Mir hat deine Einladung allerdings sehr gefallen. Ich mag solche Verrücktheiten. Da kommst du einfach so angerudert. Irgendwie warst du früher aber noch verrückter. Ich wäre dir viel lieber anders begegnet. Ich hätte dich zum Beispiel gern anlässlich eines Polo-Spiels oder einer Wohltätigkeitsveranstaltung kennengelernt. Oder besser noch, ich hätte dich bei einem Schiffbruch gerettet. Tut mir leid, Entschuldigung. Offensichtlich habe ich genau solche Schwierigkeiten zu verdrängen wie du. Komm mal her, da hilft, glaube ich, nur eins. Ja, aber jetzt will ich schwimmen gehen. Jetzt willst du schwimmen gehen? Ja, genau, und zwar auf der Stelle. Lass mich gehen, ja? Du kannst auch später ins Wasser. Ich will jetzt ins Wasser und nicht nachher, sonst vergehe ich hier noch vor Hitze. Du, Greg, findest du nicht, wir sollten uns ein wenig Zeit lassen? Wir haben noch so viel Zeit. Lass los, mal sehen, wer zuerst im Wasser ist. Hilfe!